Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zum aktuellen FRM Regionalmagazin. Und wir sind heute nicht im Studio oder irgendwo in der Landschaft. Nein, wir sind heute hier beim Regenbogen Familienzentrum in Freital zu Gast. Denn heute gibt es das erste FRM Vereinsquiz 2021. Wir freuen uns sehr, dass es wieder geklappt hat, dass sich 8 Vereine gemeldet haben, die kämpfen wollen um 100 Punkte je Ausscheid und dann zum Schluss natürlich gegeneinander antreten, die Besten, um den Preis 300 Euro zu bekommen. Und das Ganze funktioniert nur mit Sponsoren. Das wissen die meisten. Und aus diesem Grund möchte ich jetzt erstmal den Sponsoren das Wort geben. Die sehen Sie jetzt mit Ihren Angeboten und dann sehen wir uns gleich weiter. Das Vereinsquiz wird Ihnen präsentiert von der Stadt- und Bärenapotheke Freital. Bitte bleiben Sie gesund. Und Ihr Professor Tatze wünscht Ihnen nun viel Spaß und Erfolg beim Vereinsquiz. Von der ERGO-Generalagentur in Gonei in Ölsa. Kompetente Beratung rund um das Thema Versicherung, auch für Vereine. Und dem Autohaus Liliensieg. Und, haben Sie auch schon Fernweh? Wir vom Autohaus Liliensieg auf jeden Fall. Und dafür haben wir eine Lösung, und zwar diesen schönen Campingwagen, unseren Grand California. Mit unserem umfangreichen Zubehörset sind Sie sofort startklar für den Urlaub. Mit 110 Liter Frischwassertank, Solaranlage sowie Luft- und Wasserheizung sind Sie komplett unabhängig unterwegs. Dank 70 Liter Kühl- und Gefrierkombination haben Sie Platz für leckere Getränke und Essen, welches Sie in der Küche mit Edelstahlbecken und zweiflammigem Gasherd problemlos zubereiten können. Die Fenster und Schiebetür sind mit Moskitonetzen ausgestattet. Wenn Sie nun Lust bekommen haben, schauen Sie mal ganz schnell auf www.liliensieg.de/meetservice. Dort können Sie direkt per Online-Formular eine Anfrage an uns senden und wir können dann Ihren Wunschtermin bestätigen. Also, dem steht nichts mehr im Weg. Koffer packen und rein in den Kali. Sowie dem Pirnaer Möbelhandel. Warum der Pirnaer Möbelhandel? Na, weil es zu Hause am schönsten ist. So, ja, wieder zurück hier im Familienzentrum Regenbogen. Die haben sich gemeldet und wurden natürlich gleich eingeschrieben in die Liste. Und jetzt stehen sie hier an ganz außen Rosita Kerger, in der Mitte Cindy Wirth und Pascal Buschbeck an meiner Seite. Ein tolles Team, schön gemischt von der Altersstruktur her. Das ist die beste Voraussetzung für viele Punkte. 100 genau sind zu ergattern. Wir haben uns schon alles abgesprochen, also ihr wisst Bescheid. 30 Sekunden für jede Frage. Und wir starten jetzt das erste FRM-Vereinsquiz 2021. Hier sind die 10 Fragen. Wir wurden im Vorfeld gezogen und ihr seid bereit und es kann losgehen. Also, Frage Nummer 1 hier beim Regenbogen Familienzentrum in Freital. Der erfolgreichste Springer der Vierschanzentournee ist der Finne Janne Ahonen. Wie oft konnte er die Vierschanzentournee gewinnen? A. 6-mal, B. 5-mal oder C. 4-mal? Ich bin für 4. Ihr könnt 30 Sekunden euch Gedanken machen. Ich würde die Gründe mitnehmen. Also B? Ja. B uns einfach entscheiden. 2 gegen 1. Vor der Zeit schon entschieden, B gezeigt und das ist richtig. Und dafür gibt es die ersten 10 Punkte. Habe ich nie gesagt, ist sowas von einfach. Das klappt mir nicht. So, die zweite Frage beim Familienzentrum. Für 10 Punkte. Wir müssen durchlaufen jetzt. Singa, Shang und Leo sind Biersorten. Und ich möchte von euch wissen, in welchem Land werden sie gebraut? Wo trinkt man Singa, Shang, Leo? A in Malaysia, B auf den Philippinen oder C in Thailand? Das ist eine Frage für Biertrinker, für Weltreisende. Ich trinke kein Bier.
Das ist schlecht. Frau, ja. A. Trinkt man Singkachang oder Leo in Malaysia, B. auf den Philippinen oder C. Thailand. Für 10 Punkte diese Frage. Ich kann das nur raten. Ihr habt geraten, Malaysia ist das Falsche, das ist C. Thailand. Na gut, da hätten wir beide falsch gelegen. Noch nicht in Thailand gewesen? Nein. Nachholen? Leider noch nicht. Bier trinken? Lohnt sich. Nee, das war ein Quatsch. Es gibt viel Schöneres in Thailand zu betrachten als nur Biersorten. Jetzt ist eine Frage für die Heimatkundler. Passt. Frage Nummer 3. Jetzt gibt es erstmal hier einen Strich. Die Plauensche Grundbahn war eine durch den sächsischen Staat erbaute Straßenbahnstrecke in Dresden und Freital. Sie verlief durch den Plauenschen Grund zwischen dem Dresdner Stadtteil Plauen und dem Freitaler Stadtteil Heinsberg. Die Strecke wurde 1902 zwischen Plauen und Dolpen freigegeben und sukzessive nach Kosmansdorf verlängert. Soweit alles klar? Die Frage lautet, wann wurde diese Strecke stillgelegt? A. 1974, B. 1976 oder C. 1978. Wann donnerte die letzte Straßenbahn 74. durch den Plauenschen Grund Richtung Heinsberg? Also nochmal A. 74, B. 76 oder C. 78. Für 10 Punkte. Ich denke A. 1974. Sehr schön. Das gibt wieder 10 Punkte. Ihr habt schon 20. Läuft, würde ich sagen. Von meiner Mutter und Kinderwagen. Geballtes Wissen hier. Und wir sind schon bei der Frage 4. Wieder so lang. Ach du grüne Neune. Wieder Skispringen. Das ist ein Zufall. In der Vier-Schanzentournee sind 4 Skisprung-Weltcup-Veranstaltungen zusammengefasst, die jährlich um den Jahreswechsel in Deutschland und Österreich stattfinden. Die Tournee gilt neben den Olympischen Spielen, den Nordischen Skiweltmeisterschaften und dem Skisprung-Weltcup als der prestigeträchtigste Wettbewerb des Skispringens. Frage, seit wann wird die Vier-Schanzentournee ausgetragen? Seit 1949 A, seit 1953 B oder seit 1958 C? Seit wann gibt es die Vier-Schanzentournee? Also nochmal, seit 1949 A, B 1953, C 1958. Ich weiß nicht, ob es noch 15 Jahre. Würdest du binnen, oder? Es gibt nur 2 Fragen zur Verschanzentournee, die habt ihr erwischt. Toll, grandios. So, habt ihr eine Antwort? C seit 1958, leicht daneben, es ist 1953. B wäre richtig gewesen. Da sind wir ja erst gebombt, das wissen wir doch nicht. Das ist ja keine Ausrede jetzt noch. Wir kommen zur 15. 20 Punkte habt ihr schon. Wieder Sport. Die Cindy Wirth hat Fragen zum Thema Sport gezogen. Entschuldigung. Die 5. Das erfolgreichste Teilnehmerland der Olympischen Sommerspiele 2021 in Tokio ist oder war A. China, B. Japan oder C. USA. Das ist aber noch ganz frisch, dieses Wissen sollte man. Wer hat bei Olympia 21 in Tokio abgeräumt? War das A, die USA, B, Japan oder C? A, China, B, Japan, C, USA. Das hätte ich mich doch fast. Was ist hier? 14 Punkte sagt ihr. China. China war es nicht. War es Japan? Hm? Nee, auch nicht. Die USA? Nee. Das waren die ersten 3. Die USA war es mit 39 Gold, 41 Silber und 33 Bronzemedaillen. Das hätte ich nie gedacht, sagt der Pascal Buschbeck. Was denn, ihr kennt immer noch? Ach, alles gut, alles gut. Nicht die Flinte ins Horn werfen bei Frage Nummer 6. Das Berghotel Mückentürmchen finden wir auf den Berg Komari Hurka im böhmischen Osterzgebirge. Bekannt? Nein. Mückentürmchen? Ja, machen wir dann. Wir fahren mal aufs Mückentürmchen Schnitzel essen. Ne? Es befindet sich auf dem Gipfel des Berges auf einer Höhe von, ihr könnt wählen, zwischen 808 Metern, B 812 Metern oder C 821 Metern. Das Mückentürmchen. Also wer oben ist, da steht auch die Tafel dran, aber wenn er nicht da war, also, keine Ahnung. Ihr könnt ja mal gucken, wie groß ist der Kahleberg, Mückentürmchen, ist der Kahleberg größer? Zwischen 808 und 812 reißt, glaube ich, jetzt auch nie so der Vergleich raus. Mach B. B? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Ihr nehmt die goldene Mitte, ne? Hätte ich auch gemacht, aber es sind 808 Meter. Ach, nein.
Mensch, also wer hier diese Fragen gezogen hat, das wissen wir ja mittlerweile. Das frage ich mich auch. Die anderen werden sich freuen, die schweren Fragen sind raus. Der Rest ist nur noch Schauspielerei. Tja. Frage Nummer 7. Fußball jemand? Was ist denn heute los? Im Familienzentrum, ja. Also, gerade die 7. Wie lautete das Ergebnis der Partie Brasilien gegen Deutschland bei der Fußball-WM 2014? Es ist denkbar, also das muss man eigentlich, dieses denkwürdige Spiel gewann Deutschland, das sage ich schon mal. Aber wie war denn der Endstand? So, jetzt pass mal auf. War das A 1-7, B 2-7 oder C 3-7? Das weiß ich sogar. Die Frau Kehrer und die Frau Wirth haben beide A gesagt, 1-7. Grandios, wunderschön, gewusst. Das hätte ich auch gewusst. Gesehen. Wirklich? Obwohl ich keinen Fußball gucke, ja. Toll, das läuft. Das läuft. So, jetzt habt ihr 30. Also ich habe ja gesagt, also 40 ist so, das Ziel sollte 40 sein. Gucken wir mal. Und jetzt kommt die Klassikerfrage. Wir haben ja schon mal geredet, ihr habt noch kein Vereinsquiz gesehen bisher. Nee. Jedes Jahr dieselbe Frage. Das ist die Klassikerfrage. Die ist immer dabei. Welcher Baum ist Baum des Jahres 2021? So, ist das A, die Winterlinde, B, der Wildapfel oder C, die Stechpalme? Es gibt also eine Organisation, die wählt den Baum des Jahres. Ja, schlecht, wenn man die Organisation nicht kennt. Also, Winterlinde, Wildapfel, Stechpalme. Das ist bestimmt falsch. Du? Nee, A. Dann nehmen wir A. Gar nicht sicher. Okay, es ist C. Ich glaube trotzdem nicht. Wir müssen raten. Das erste wäre richtig gewesen. Die Stechpalme. Die Winterlinde hat man schon, den Wildapfel auch. Das ist schon im vorhergehenden Jahr. Also wenn ihr das nächste Mal wieder mitmacht, unbedingt Baum des Jahres, es kommt immer mit. So, aber jetzt wird es 40. Versprochen. Das sollte zu schaffen sein. Bier trinken wir. Gruselig. Also die 9. Welches Bier kann man nicht in handelsüblichen Flaschen kaufen? So, das Leute. Ist das A, das Rechenberger, B, das Lützer oder C, das Radeberger? Welche Flasche steht nicht im Getränkemarkt? Also Radeberger steht im Getränkemarkt. Richtig. Und was war es noch? Lützer oder Rechenberger? A, Rechenberger. Das muss Rechenberger sein. Mhm. Jawohl, Rechenberger, yeah. Richtig, die super. Antwort, 40 Punkte erreicht, das gibt es nur in Partyfestchen oder nur als Fassbier. Ja, also das Rechenberger, ne? Das gibt es nicht als Flaschen. So, okay. Ziel erreicht, jetzt kann es nur noch besser werden. Naja, 40 soll man sich schon vornehmen. Ne? So, letzte Frage bei euch. Frage 10. Eine Skispringfrage. Wieder mal, nee, kein Skispringen, aber die ist noch verrückter. Mit 695,4 Metern ist der Dollberg der höchste Berg des A. Saarlandes, B. Rheinland-Pfalz oder C. von Hessen. Der Dollberg. Schon mal wandern gewesen? Was war's noch? Sächsische Schweiz. Also 695,4 A. Saarland, B. Rheinland-Pfalz oder C. Saarland oder Hessen. Saarland war B? Saarland ist A. Rheinland-Pfalz und Hessen. Also Rheinland-Pfalz, da wollte ich mal sehen. Also das hätte ich gehört. Oh je. Und richtig, A ist richtig, das Saarland. Und damit habt ihr 50 Punkte. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Na Leute, nicht so negativ, nicht so negativ. Ja, das stimmt, 50%. Ja, wenn wir mal Skispringen haben und Bier. So, und damit sind wir am Ende des ersten Vereinsquiz 2021 angelangt. Vielen Dank, liebes Regenbogen Familienzentrum Freital. Ich wollte noch fragen, was ihr so macht in den nächsten Wochen. Und steht alles unter dem Titel 100 Jahre Freital, oder? Im Prinzip schon, ja. Ja, ne? Auch viel, ihr macht auch viel mit? Ja, wir haben jetzt ein Sommerkino die Woche noch. Da wird ein Film gezeigt über Mediensammeln und Datensammeln. Das wird erst nächste Woche ausgestrahlt. Ach, wir wollen jetzt keine Werbung machen für Sachen, die schon durch sind. Nee, oh Gott, für nächste Woche. Was ist nächste Woche? Da haben wir, übernächste Woche haben wir was. Das sage ich sofort. Am 22.09. haben wir die Lebendige Bibliothek. Das ist in der Stadtbibliothek Freital. Ja. Jetzt geht mit Voranmeldung, einfach vorbeikommen. Da erzählen Freitaler und Menschen, die nach Freital gezogen sind und vielleicht schon wieder weggezogen sind, etwas über Freital, wie es ihnen hier geht, was sie hier erlebt haben, was sie hier geschafft haben, was sie vielleicht noch schaffen wollen. Vorbeikommen und
Das Motto ist, Menschen lesen wie ein Buch. Man setzt sich dazu und der Mensch erzählt und man kann viele Fragen stellen und sein Spektrum eben erweitern. Also kann man sich auf jeden Fall vormerken. Und dann gibt es ja noch die Ausstellung 100 Gesichter einer Stadt, auch vom Regenbogenfamilienzentrum hier im F1 zu sehen. An den Schaufenstern kann man sich die Nase platt drücken. Also es gibt vieles im 100-jährigen Jubiläum von Freital zu erleben. Euch vielen Dank. Wir sehen, ob wir uns im Finale wiedersehen mit 50 Punkten. Ich wage es zu bezweifeln, aber man kann es ja nie wissen. Ne? Die anderen können ja auch mal ausrutschen. Also vielen Dank. Und jetzt, meine sehr verehrten Damen und Herren, sage ich Ihnen noch, wer nächste Woche dran ist beim großen Quiz. Das ist die SG Weißig. Und jetzt gibt es erstmal wieder die Sponsoren. Das Vereinsquiz wurde Ihnen präsentiert von der Stadt- und Bärenapotheke Freital. Bitte bleiben Sie gesund. Und Ihr Professor Tatze wünscht Ihnen nun viel Spaß und Erfolg beim Vereinsquiz. Von der ERGO Generalagentur Ingonei in Ilsa, kompetente Beratung rund um das Thema Versicherung, auch für Vereine. Und dem Autohaus Liniensieg. Sowie dem Pirna Möbelhandel.